Mein dunkelster Raum wird jetzt noch dunkler und es wird mega. Ich habe jetzt mal fast die ganze Wand gestrichen. Hier muss noch die kleine Küche entfernt werden. Da muss ich aber warten, bis man da den Wasseranschluss entfernt. Da mache ich nichts dran. Es ist also nicht schwarz, wie es scheint, sondern es ist ein Anthrazit. Und ich habe noch ein bisschen Blau beigefügt. Und doch noch ein bisschen Schwarz beigefügt. Es war mir doch ein bisschen zu hell. Und durch das Blau ist es einfach gibt es einen viel schöneren Effekt. Gerade wenn man nachher mit Licht arbeitet, wirkt es einfach ein bisschen edler und weicher, als wenn man ein pures Anthrazit oder Schwarz nehmen würde. Es sieht jetzt vielleicht ein bisschen extrem aus. Aber wenn alles steht, hier kommt ja dann die neue Atelierküche hin. Und dann arbeite ich mit Upcycling-Sachen noch, die ich gefunden oder geschenkt bekommen habe. Also einen direkten Stil wird es nicht geben. Es ist einfach alles gemischt, was mir gerade in den Sinn kommt. Dann lasse ich das jetzt mal trocknen. Baby, you give me ice and fire.
Da ich ein bisschen zu faul bin, habe ich oben nicht abgeklebt. Und daher ist die Kante oben nicht schön. Und ich habe mir überlegt, ich mache da so Holzleisten dran. Die werde ich auch in dieser Farbe streichen. Ich hoffe, die Farbe reicht noch. Und werde das oben befestigen, damit der weiße Rand, das ist auch, das hat so einen Vorsprung, das wird auch eine Latte sein, weil das sind die Holzwände. Und daher kann ich das gut draufkleben, damit der Raum höher erscheint. Also wenn, das ist ein sehr niedriger Raum. Wenn du einen niedrigen Raum hast, solltest du bis nach oben streichen. Das macht optisch den Raum höher. Also das ist so die Idee, das werde ich machen. Ich muss schauen, ob ich im Keller noch habe, ansonsten müsste ich noch welche besorgen. Das ist so mal meine Idee. Und jetzt geht's weiter mit den Lichtschaltern. Doing crazy.
Hm.